Guten Morgen miteinander und das ist auch das erste Mal für mich jetzt zum Predigen. Und ich weiß, dass der Herr ein Wort hat heute Morgen für uns. Amen. Ich habe etwas empfangen vom Herrn und das möchte ich euch weitergeben. Halleluja. Und für einige von euch, die mich vielleicht noch nicht so gut kennen, möchte ich zuerst mich ein bisschen vorstellen. Ich arbeite ja hier in der Zoe als rechte Hand von Pastor Peter schon seit 2002, also sind jetzt 13 Jahre. Aber vorher habe ich, einmal war ich in Berlin an einer Bibelschule ein Jahr, dann habe ich die Lehrerausbildung gemacht hier in Zürich, habe dann aber nie angefangen zu arbeiten, obwohl ich unter der Hand schon fast eine Klasse gehabt hätte. Aber ich hatte das Brennen in mir, an die Bibelschule nach Amerika zu gehen, so wie Joyce jetzt, nur war ich am Rhema Bible Training Center in Tulsa, Oklahoma und war dort 3 Jahre. Und so bin ich zurückgekommen und Pastor Peter hat gesagt, er könnte Unterstützung brauchen. Und ich dachte, das sei eine sehr gute Sache. Halleluja. So bin ich hier. Nun, dieses Jahr, das Jahr 2015, wir haben Anfangsjahr ja wirklich ganz konkrete Verheißungen empfangen vom Herrn für dieses Jahr. Und das heißt, es ist ein Jahr, in dem eine Salbung da ist, um Land einzunehmen, eine Salbung da ist, dass Mauern fallen und dass Durchbrüche geschehen. Amen. Könnt ihr euch erinnern an die Geschichten vom Volk Israel auch? wie Pastor Peter gepredigt hat, als die Israeliten in das verheißene Land kamen und sie um Jericho gezogen sind und wie dann die Mauern gefallen sind, als sie das Jubelschrei angefangen haben. Und wie Pastor John Angelina hier war im Januar, er hatte gepredigt über den Herrn der Durchbrüche. Das war sehr, sehr stark. Und er sagte wirklich, er hat das auch ganz spezifisch für dieses Jahr empfangen. Und das könnte man sagen, das ist sogar nicht nur etwas nur für unsere Gemeinde, wobei wir es nehmen können, unbedingt für uns und sollen. Aber wir haben von so vielen größeren Diensten auf der Welt auch gehört. Sie reden auch davon, das Land einzunehmen. Sie reden auch davon, dass der Herr uns Sieg gibt, dass er uns Durchbrüche gibt. Und so sage ich dir, es ist eine Salbung da auf diesem Jahr, Schritte zu tun, die du wahrscheinlich vorher noch nie getan hast. die Predigt möchte ich benennen auf weiten Raum. So wie es hier heißt, ein schönes Bild in den Bergen, auf weiten Raum. Das heißt, dass Gott uns in weiten Raum führen will. Also überall, wo wir noch das Gefühl haben, wir sind in einer Enge, wir sind eingeschlossen oder irgendetwas lähmt uns oder irgendetwas hält uns zurück. Er möchte uns auf weiten Raum führen. Halleluja. Auf weiten Raum. Oh, ich glaube, ich brauche noch meine Bibel. Ohne Bibel geht das nicht. Schlagt mal auf zu Psalm 31 und Vers 8. Wir werden ein paar Stellen anschauen, wo Gott uns das verheißt, diesen weiten Raum. Er führt uns auf weiten Raum. Also Psalm 31, Vers 8 und 9 lese ich. Ich will frohlocken und mich freuen über deine Gnade, dass du mein Elend angesehen, die Bedrängnisse meiner Seele erkannt hast, dass du mich nicht überliefert hast in die Hand des Feindes, sondern meine Füße auf weiten Raum gestellt hast. Halleluja. Also hier heißt es ganz klar, Gott holt uns heraus aus Bedrängnis, aus der Enge und bringt uns auf weiten Raum. Dann lesen wir Psalm 18, die Verse 20 und 37. Psalm 18, das ist ein ganz genialer Psalm, den mag ich sehr. Vers 20 und 37. Vers 20 heißt es, und er führt mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Und Vers 37. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Halleluja.
Also er bringt uns ins Weite und er will uns auf neuen Raum, großen Raum bringen. So, und es ist wie ein neues Land, auf das wir gehen. Aber es heißt, meine Knöchel haben nicht gewankt. Also ich kann mit Zuversicht neue Schritte tun. Ich kann mit Zuversicht laufen, ohne dass ich Angst habe, umzufallen, weil der Herr mit mir ist. Halleluja. Dann schauen wir noch Psalm 119, Verse 32 und 45 an. Psalm 119, 32. Das heißt: Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, denn du machst mir das Herz weit. Halleluja. Und dort beginnt es nämlich in uns drin, dass er die Enge, die wir in uns drin haben, weit macht. Oder das, was uns lähmt, wegmacht, damit wir Schritte tun können. Und diese, um Vers 45 heißt es: Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Halleluja. Das heißt schon, dass Gott in seinem Wort Verheißungen hat, die dir einen größeren Raum verheißen, die dir noch mehr verheißen in deinem Leben, was du bis jetzt noch nicht erlebt hast. Land, das du einnehmen kannst. Und das deklariert hier der Psalmist auch ganz klar: Ich werde, weil der Herr hat es mir gesagt, ich werde wandeln in weitem Raum und nach deinen Vorschriften, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Weil sein Wort macht zuerst unser Herz weit und beginnt das in uns zu formen, bis es anfängt zu wachsen und zu wachsen und wir Schritte tun und es dann sozusagen zustande kommt. Halleluja. Nun, ich habe mich gefragt, ja, wie stelle ich mir weiten Raum vor? Das ist ein Bild zum Beispiel von den Bergen, einfach schön in die Weite zu sehen, Aussicht zu haben. Oder dann kannst du mal das zweite Bild. Aufs Meer hinausschauen. Ah, ich liebe es. Einfach in die Weite. Das macht auch etwas mit unserer Seele, oder? Wir lieben es, einfach so in die Weite zu blicken. Da kannst du mal das dritte Bild. Oder vielleicht so, habe ich gedacht. Ein bisschen Erinnerung an Ferien. Ich bin nicht eingeengt in Termine und so weiter, sondern ich kann diese Weite einfach genießen. Halleluja. Dann kannst du das nächste Bild. Ja, ich glaube, dass auch wir in der Anbetung mit Gott eine erleben, wie Gott uns in eine Weite oder in eine Freiheit hineinführen kann. Wenn ich mich total frei fühle, vor Gott ihn so anzubeten, wie es einfach aus mir herausfließt, dann ist dort Freiheit. Dass ich mich völlig dem Himmel öffnen kann und mir auch egal ist, was andere denken, wie ich Gott anbete, komme ich in eine große Freiheit hinein. Kannst du das nächste Bild noch zeigen? Ja, genau. Halleluja. Einfach offen, offen zu sein für Gott. Halleluja. Und jetzt kannst du noch das nächste Bild. Aha, das kann auch das bedeuten, dass wo ich mich vielleicht noch gefangen fühle, oder irgendetwas mich hindert, dass diese Fesseln einfach brechen und ich wirklich das tun kann, was ich bis jetzt eben nicht tun konnte. Halleluja. So. Ich habe angefangen damit, dass wir gehört haben dieses Jahr, dass wir Land einnehmen können. Und wenn wir lesen in Mose und im Josua, dann geht es ja darum, dass Gott sie herausholt aus dem Sklavenhaus und in Ägypten und in das verheißene Land bringen möchte. Und das, was
Gott immer wieder sagt, wenn er zu ihnen über das redet, zu Mose, zum Volk Israel, zu Josua darüber redet, dann sagt er immer wieder als erstes, fürchte dich nicht. Denn ich bin mit dir und ich werde diese Feinde vor dir vertreiben und du wirst das Land einnehmen. Und auf jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, das werde ich dir geben. Ich habe es dir schon gegeben und wenn du darauf trittst, wird es dir gehören. Und was immer damit kommt, ist, fürchte dich nicht, weil es ist etwas Neues und weil es ist ein Land, das angenommen werden muss. Fürchte dich nicht, weil er mit dir ist. Und somit, wenn wir neues Land einnehmen, geht es auch ein bisschen darum, unsere Ängste zu konfrontieren und Schritte zu machen, die wir vielleicht noch nicht gemacht haben. Wir lesen in Josua 1, Josua musste ja eine riesige Aufgabe übernehmen von Mose. Eine große Verantwortung, dieses Volk ins verheißene Land hineinzuführen, das Land einzunehmen. Und wir lesen in Josua 1 die Verse 3, 5, 6 und 9. Also Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich hingegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und Vers 5, es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Und dann noch Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Halleluja. Und das sagt der Herr auch zu uns heute. Ich bin mit dir, wo immer du gehst. Fürchte dich nicht, nimm die Schritte, die du in deinem Herzen noch weißt, die zu tun sind. Du kannst mutig und furchtlos sein. Kannst du mal das Bild 7 zeigen? Es ist jemand, der einfach auf dem Brett steht und ihr seht, es ist nicht am Wackeln. Also jemand, der jetzt meditiert, soll ich springen oder soll ich nicht springen? Und es, ja, wahrscheinlich vielleicht braucht es etwas Mut, einfach zu springen ins kalte Wasser. Und manchmal, wenn es darum geht, ein neues Land einzunehmen, müssen wir sein wie ein Löwe. Ihr könnt euch erinnern, vor 2 Wochen hat Pastor Peter gepredigt über die Big Five. Ja? Und da ist der Löwe vorgekommen. Der Löwe, der der König der Könige ist, das ist Jesus. Und von dem wir auch Autorität erhalten haben. Das heißt, wenn wir etwas tun, können wir es in seinem Namen tun. Wie wenn der Löwe nämlich in uns ist und durch uns spricht. Ja, genau das wollte ich sagen. Der Löwe sitzt nämlich nicht immer nur so schön brav da, sondern er zeigt manchmal seine Zähne und sagt klar, wo es durchgeht und dass er der König ist. Und dann kannst du noch das nächste zeigen. Ja, der Löwe ist nicht wie ein kleines Schmusekätzchen, das ist mein Kater, sondern eben in ihm ruht diese Autorität, dieses Wissen, ich habe, ich werde diese Beute besitzen oder was immer es ist. Und da kannst du wieder zurück zum Löwen, genau. Halleluja. Also Anfangsjahr, als da all diese Botschaften kamen für die Salbung für dieses Jahr, währenddem John Angelina hier war, war ich mit Alicia in den USA im Camp Meeting von Rodney Howard Brown. Und ich war ja schon sehr gespannt, was kommen mag. Und er hat genau über das auch gesprochen, über das Land einnehmen. Also wir waren schon ein bisschen erstaunt, aber es muss wirklich eine Salbung für das auf diesem Jahr sein. Und er hat 2 Schwerpunkte gemacht, was er anschaut als Land einnehmen. Es geht heute nicht mehr darum, wie damals für die Israeliten, dass sie einfach alle vertreiben aus dem Land, wie wenn wir alle Leute vertreiben aus der Schweiz oder so irgendetwas, sondern das ist ja ein geistliches Bild. Und
heute, wenn man jetzt an Menschen denkt, geht es darum, sie für Jesus zu gewinnen. So nimmt man Land ein, ja, in der Schweiz. Immer mehr, dass immer mehr Licht ist in dieser Welt, dass man Menschen zu Jesus führen kann. Und der zweite Punkt ist auch genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Konfrontiere deine Ängste. Das ist Land einnehmen, auch für dich ganz persönlich in deinem Leben, damit du nicht einen Bereich einfach auf der Seite lässt oder klein beigibst, sondern lass den Löwen aus dir herauskommen. Dass du sagst, okay, mit dem Herrn zusammen kann ich es einnehmen, mit dem Herrn zusammen kann ich dort überwinden. Halleluja. Also, auf weiten Raum ist ja der Titel. Er will uns in weiten Raum bringen, in das verheißene Land. Und so möchte ich mit euch jetzt auf einen Weg gehen, aus dem Sklavenhaus heraus, durch die Wüste in das verheißene Land. Ja, was bedeutet das? Aus dem Sklavenhaus in Ägypten, da waren sie ja Sklaven. Da mussten sie hart arbeiten, sehr, sehr, sehr hart. Und es ist ein Bild dafür, wie wenn wir einfach noch nicht von neuem geboren sind. Wir sind immer noch in dem Machtbereich der Finsternis. Und wir haben nicht die Autorität, die wir heute haben. Und so waren wir Sklaven. Und eigentlich mit dem Beispiel des Passas, oder der Blut, das vergossen wird, was er Jesus heute das Lamm ist, das Blut, das er für uns vergossen hat, an ihn glauben und durch das Schilfmeer hindurch werden wir in den, also ist es ein Bild dafür, dass wir in den Leib Christi kommen und herauskommen aus diesem Sklavenhaus. Also es heißt, wir sind nicht mehr Sklaven. Amen. Wir sind Kinder, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Halleluja, er hat uns befreit, wir sind nicht mehr unter dem Machtbereich der Finsternis. Das heißt es klar im Kolosser 1, Vers 13, heißt es, er hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Der Feind kann nicht mehr einfach alles machen bei dir, was er will. Das kann er nicht mehr. Du bist erkauft durch das Blut von Jesus, du gehörst ihm. Halleluja. Halleluja. Und wir sind auch nicht mehr gezwungen zu tun, was der Fürst der Macht der Luft möchte, sondern wir können auf Gottes Wort hören und sind frei, anders zu handeln. Heraus aus dem Sklavenhaus kommen wir in die Wüste. Und wie ihr seht auf dem Bild, sie sind den Weg nach unten, nach Sinai gegangen und wieder hoch. Und warum mussten sie dorthin? Dort ist ja der Berg Horeb, und sie mussten dorthin, um Gott anzubeten. Also sie hätten nicht eine Abkürzung nehmen können oben, sondern Gott sagte, kommt, um mich anzubeten, um mir zu dienen. Also das heißt, wenn wir herauskommen aus dem Sklavenhaus, gibt es ein Ziel, und das ist Gott anzubeten und ihm zu dienen. Und Halleluja, nachher kommen wir noch mehr dazu. Und nachher in das verheißene Land. Ja, da haben sie ja noch die Kundschafter ausgeschickt und dann dort oben durch den Jordan in das verheißene Land. Durch den Jordan ist ein Bild dafür, dass wir die Taufe im Heiligen Geist bekommen, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und das verheißene Land ist ein Bild dafür, dass wir in Jesus Christus jetzt sind und das Erbe, das Gott uns gegeben hat, empfangen haben. In Jesus Christus. Alles, was er uns in ihm geschenkt hat, empfangen haben. Halleluja. So, als ich das so studiert habe, habe ich gemerkt, dass Gott immer wieder drei Gründe aufzählt, warum er uns herausnehmen wollte aus dem Sklavenhaus. Er wollte uns herausnehmen. Und ich habe drei Gründe gefunden. Das eine ist genau, was Alicia vorher auch gesagt hatte. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt. Denn Gott liebt uns so sehr. Das ist der erste Grund, warum er uns herausnehmen wollte aus dem Sklavenhaus und aus der Macht der Finsternis, weil er uns so sehr liebt. Ich möchte euch 2. Mose 3, Vers 7 vorlesen. Das ist da gerade als Gott Mose beruft,
dann hinzugehen und das Volk Israel herauszuholen aus Ägypten. Und in 2. Mose 3, Vers 7 sagt er: Der Herr aber sprach: Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten, und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Halleluja. Also da seht ihr, wie Gott ja fast mitfühlt. Er merkt, ich will sie herausholen aus dieser Gewalt. Ich will sie, ich habe das Geschrei gehört von ihnen und ich kenne ihre Schmerzen, sagt er. Also er fühlt mit uns mit und er will uns befreien und herausholen. Und dann sagt er noch, um sie in ein gutes und geräumiges Land zu führen. Hier haben wir das wieder mit dem Raum, ein geräumiges, also ein großes Land, nicht ein kleines Land, ein geräumiges Land. Er will uns in einen weiten Raum schenken. Halleluja. Also das war der erste Punkt, seine große Liebe und sein Erbarmen zu uns. Und das zweite, warum er uns herausführen will aus dem Sklavenhaus, hatte ich bis jetzt noch nie so wirklich realisiert. Aber wenn wir im Kapitel 3, wo wir jetzt gerade sind, 2. Mose 3, Vers 12 lesen, sagt der Herr zu Mose: Ich werde ja mit dir sein und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Das war so wie das Ziel. Ich führe euch heraus und ihr werdet mir dienen an diesem Berg. Ihr werdet mich anbeten an diesem Berg. Sie haben ja an diesem Berg nachher den ganzen Plan für die Stiftshütte und so weiter erhalten. Und dort drin war ja nachher die Wolkensäule, ja, die Feuersäule, also die Gegenwart Gottes. Und dort drin, das war halt die damalige Art und Weise, wie sie angebetet haben, wie sie Gott Opfer gebracht haben. Und so, das ist nachher mit ihnen gezogen. Das war nicht nur an diesem Ort mal, am Horeb, und nachher war es vorbei. Das ist mit ihnen gezogen, die ganze Zeit durch die Wüste und hinein bis ins verheißene Land. Also Gott anzubeten. Halleluja. Und 2. Mose 5, Vers 1, da geht Mose zum Pharao hinein. 2. Mose 5, Vers 1. Danach ging Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Halleluja. Also das hat sogar zum Pharao gesagt: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir ein Fest feiern. Ich will ein Fest feiern mit ihnen. Und nachher kommt das noch mehrmals vor, dass er immer wieder sagt: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen, damit sie mir opfern, damit ich ihnen begegne. Und das kommt fast jedes Mal, wenn Mose wieder hineingeht und wieder die nächste Plage ankündigen musste, sagt er wieder: Lasst mein Volk ziehen, damit sie mir dienen, damit sie mich anbeten, damit ich ein Fest mit ihnen feiern kann. So, nun endlich, das war nach der 8. Plage, hatten sie es etwas satt. lesen wir in 2. Mose 10, ab Vers 7. Weil vorher hat Mose zu ihm gesagt: Wann wirst du endlich mein Volk ziehen lassen, dass sie mir dienen? Und in Vers 7, da sagten die Hofbeamten des Pharao zu ihm: Wie lange noch soll dieser Mann zur Falle sein? Lass die Leute ziehen, damit sie dem Herrn, ihrem Gott, dienen. Erkennst du denn noch nicht, dass Ägypten verloren ist? Darauf wurden Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht, und er sagte zu ihnen: Zieht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Wer alles soll denn bitte mitkommen? Wer alles soll mitgehen? Seine Antwort, Vers 9, Mose antwortete: Mit unseren Jungen
Und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein Fest des Herrn zu feiern. Also alle, mit allen, alle gehören dazu. Unsere Söhne, unsere Töchter, unsere Kinder, die Jungen und die Alten, sogar unsere Tiere, all unser Habgut, alles nehmen wir mit. Alles, was uns gehört, gehen wir, um Gott anzubeten. Die Reaktion des Pharao: Nein, sicher nicht, eure Kinder bleiben hier. Voilà. Der Feind will schön säuberlich schauen, dass die nächste Generation nicht Gott erkennt und nicht ihm folgt. Auch wenn es diese vielleicht Gott erkannt hat und ihn erlebt hat, aber er will, nein, okay, ihr könnt gehen, aber ohne eure Kinder, die bleiben hier. Ist noch verrückt. Aber ist klar. Na gut, Mose hat gesagt, nein, sicher nicht. Und natürlich, die nächste Plage kam. Wir gehen nur mit unseren Kindern und mit unseren Schafen und Herden und mit allem. Dann später einmal hat dann der Pharao gesagt, nachdem die Plage gekommen ist, also gut, dann nehmt ihr halt die Kinder mit, aber die Tiere lasst ihr hier. Und dann hat Mose gesagt, nein, ich habe dir schon gesagt, alles kommt mit, denn wir wissen noch nicht, wie wir Gott anbeten sollen. Vielleicht braucht es ja die Tiere dazu. Alles, was wir haben, mit allem, was wir sind, wollen wir Gott anbeten. Und er sagt, okay, dann bleibt ihr hier. Und dann natürlich kam die letzte Plage, die 10. Plage, und da hat er sie natürlich dann richtiggehend herausgejagt aus dem Land. Und kaum waren sie draußen, und ja, sie hatten dort noch das Passa gefeiert, das müssen wir schnell anschauen, in 2. Mose 12, Vers 14. Genau. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Und ich finde das so schön, weil es wieder alle Generationen mit hineinnimmt. Und das hat Mose nämlich oft gesagt. Denkt an die nächste Generation. Wir machen alle diese Feiern und alles das, was wir tun, ist, damit wir es der nächsten Generation weitergeben können. Damit sie auch dabei sind, damit sie das auch hören. Halleluja. So. Also gut, dann durften sie ausziehen, nachdem ja die 10. Plage war. Und sie sind ausgezogen. Sie kamen an an das Rote Meer. Genau. Und in der Zwischenzeit hat es Pharao schon wieder bereut, oder? Dass er da seine Sklaven gehen lassen muss. Und er wollte ihnen hinterherrennen. Und ich finde es ganz bedeutsam, dass es heißt, ja, dass er vielleicht denkt, sie laufen ja ziellos in der Wüste herum. Also sie haben vielleicht ihr Ziel, was immer gesagt wurde, dass sie Gott dienen möchten oder anbeten, haben sie vielleicht aus den Augen verloren. Also es ist wirklich erstaunlich, das ist im, jetzt muss ich schauen, ob ich es finde. 14, Vers 3. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israel denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Aber das ist nicht wahr, sie hatten ein Ziel. Sie wollten Gott anbeten am Berg Horeb, alle miteinander. Und wenn wir das Ziel verlieren, dass unser Leben einfach Gott anbeten soll, dann möchte der Feind will uns dort zurückbringen, zurückholen, damit wir wie andere Dinge uns wichtiger werden und wir andere Dinge anfangen anzubeten in unserem Leben. Also der erste Grund war Gottes große Liebe für uns, uns herauszuholen aus dem Sklavenhaus. Der zweite Grund ist, damit wir ihn anbeten, damit wir ihm dienen. Und der dritte ist, weil er es versprochen hat. Weil er es Abraham und Isaak und Jakob versprochen hat. Deshalb hat er sie auch herausgeholt. 1. Mose 12, Vers 7. Das ist da bei der Berufung von Abraham.
Da hat der Herr ihm das schon versprochen. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ein Altar ist auch die Bedeutung der Anbetung zu Gott. Also schon damals, deinen Nachkommen werde ich es geben. Und das wurde dann immer wieder wiederholt. Das hat er immer wieder auch gesagt. Weil ich es ihnen versprochen habe, so werde ich es ihnen geben. Halleluja. Also aus dem Sklavenhaus sind sie heraus. Sie gehen durch die Wüste, kommen zur Anbetung von Gott. Und ich glaube, dass deshalb auch Anbetung uns frei macht. Weil sie wurden herausgeholt aus dem Sklavenhaus. Sie waren nicht mehr Sklaven. Und als erstes sollen sie Gott anbeten. Und ich bin überzeugt, dass in der Anbetung eine große Freiheit ist. Dass wir in eine Freiheit hineinkommen, die wir nicht gekannt haben. Ich weiß noch, als ich ganz neu in der Zoe war, da war ich 12 Jahre alt. Und ich habe gesehen, wie die Leute hier die Hände aufheben und singen und so. Stehen auch, ja, sie stehen. Und ich habe gedacht, oh. Und so nach ein paar Mal kommen, dachte ich, also es riecht nach Freiheit, es riecht, also irgendwie, es gefällt mir, oder? Sie sind so frei, sie können sich bewegen, wie sie möchten und Gott anbeten. Dann kam so der Wunsch, ich möchte das auch. Weil aus der anderen Gemeinde, in der ich kam, die meisten saßen beim Singen oder höchstens standen auf. Und das war dann gerade mal alles. Ich kannte das andere gar nicht. Und dann habe ich da so. Ja, versucht, meine Hände hochzubringen. Es kommt nicht weiter rauf. Ich war eingeklemmt. Und dann irgendwann habe ich gesehen, wie meine Mutter und mein Vater die Hände oben haben. Und habe ich gedacht, also wenn die das schaffen, schaffe ich das auch irgendwie. Und dann hatte ich einen Plan. Wenn alle tief in der Anbetung sind, ihre Augen zu haben, mach das erste Mal meine Hände hoch. Das habe ich dann gemacht. Und das war extrem erstaunlich. Boah, das ist wie wenn etwas explodiert wäre in mir. Und ich habe mich so frei gefühlt. Ich sage, ja. Schaut ihn ab und schnell wieder oben. Also es war wirklich, in der Anbetung gibt es Freiheit. Weil du begegnest ja auch Gott. Und es heißt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit. Halleluja. Das ist so schön, weil aus dir fließt dann immer mehr dieser Strom der Anbetung hoch und von ihm kommt ja auch dieser Fluss des Lebens von seinem Thron. Und ja, Halleluja, es ist einfach so schön. Und jedes Mal, wenn ich mich nämlich eingeengt fühle oder traurig oder weiß nicht wie weiter und ich anfange Gott anzubeten, dann merke ich, wie Ketten abfallen von meinem Herzen und ich nämlich eben ihn sehe, wie groß, wie mächtig, wie fähig er ist, ja, mich zu trösten oder mich weiterzubringen oder mir Kraft zu geben oder mir Weisheit zu geben, was immer ich brauche. Und da merke ich, komme ich wieder in eine Freiheit. Also das ist etwas, was ich immer wieder erlebe in meinem Leben. Halleluja. Gut. Wie gesagt, hier Anbetung ist nicht eine einmalige Sache am Berg Horeb geblieben. Sie haben es nachher täglich gehabt. Halleluja. Ins verheißene Land. Kommen wir dorthin? Ins verheißene Land. Genau. Sie hatten zuerst die Kundschafter ausgeschickt. Und ihr kennt die Geschichte, sie haben das Land gesehen und es ist wirklich so, wie es Gott verheißen hat. Es ist gutes Land, es ist ein saftiges Land, es ist ein Land, wo Himmel von Milch und Honig überfließt. Und es ist das verheißene Land. Und es hatte zwei, die wirklich das in ihrem Herzen bewahrt haben. Diese Verheißung, dass sie dieses Land einnehmen werden, das war Kaleb und Josua. Und das sind diejenigen,
die einzigen, die nachher auch in das Land gekommen sind. Weil die Generation, die durch die Wüste ging, sie mussten ja lernen, Gott zu vertrauen. Und sie wollten zurück nach Ägypten. Also sie hatten nicht geglaubt, dass sie es schaffen, in das verheißene Land zu gehen. Und das sind zum Teil Dinge, wenn das... vieles können wir nicht aus eigener Kraft tun. Und dieses Land einnehmen konnten sie nicht aus eigener Kraft. Das konnten sie nicht. Sie hätten es nicht geschafft. Aber sie konnten es, weil Gott gesagt hat, ich bin mit dir, ich vertreibe sie vor dir. Und sie hatten ja schon 40 Jahre, bevor sie kamen, 40 Jahre vorher Angst vor dem Volk Israel, weil sie gehört haben, was Gott für sie getan hat mit dem Pharao und so weiter. Und es ist diejenigen, die Gott vertrauen. Wisst ihr, wenn du Gott vertraust, dann wird es nachher einfach. Vorher sieht es so schwierig aus. Unmöglich! Und wenn wir Gott vertrauen, dann wird es einfach, weil er es dann anfängt zu machen. Weil er dir dann die Kraft dazu gibt, die Weisheit und die Führung. Also gut, sie haben Jericho zuerst eingenommen. Da mussten sie den Anweisungen des Heerobersten folgen. Und ihr wisst, sie haben Lobpreis gemacht. Also ein Kriegsgeschrei voller Erwartung, das ist ein Jubelgeschrei. Und die Festung ist gefallen. Und dann kam die nächste Stadt. Also sie, das ist auch etwas Wichtiges. Eines nach dem anderen haben sie eingenommen im Land. Sie sind nicht auf haben sich nicht verteilt und sind auf alles losgerannt. Sie haben sich konzentriert auf eine Stadt und dann auf das nächste und dann auf das nächste. Okay? Und dann kam Ai und dort wissen wir, dass sie zuerst nicht erfolgreich waren, weil jemand ja gestohlen hatte in Jericho, also nicht das Wort ausgeführt. Und dann haben sie nachher den Herrn gesucht. Josua hat den Herrn gesucht, weil sie wurden verzagt. Sie hatten plötzlich aber trotzdem wieder Angst. Aber Gott hat ihnen dann den richtigen Plan gegeben und gesagt, ihr müsst von hinten einen Hinterhalt kommen. Und so konnten sie Ai einnehmen. Und dann kamen ja die Gibeoniter und die Gibeoniter wollten sie täuschen. Also sie haben sich ja verkleidet, sagten, sie kommen aus einem fernen Land, haben ganz altes Brot dabei und so weiter, nichts mehr zu trinken. Und sie haben sie getäuscht. Und warum haben sie das getan? Sie hatten Angst vor den Israeliten. Und sie hätten sich auch so einfach ergeben können. Sie hätten auch so nämlich einfach sagen können, wir möchten mit euch, wir möchten an euren Gott glauben. So wie die Rahab, oder? Sie wurde verschont. Sie wurde verschont, weil sie geglaubt hat an diesen Gott. Halleluja. Ja, und dann gingen sie und haben das ganze Südland eingenommen. Dann haben sie das Nordland eingenommen. Und alle Stämme zusammen waren unterwegs und haben das eingenommen. Und nach 5 Jahren hat Gott, der Herr, zu Josua gesprochen und hat gesagt, Josua, er war schon 85, Josua, es hat noch viel Land einzunehmen. Also einen großen Teil haben sie schon eingenommen, aber Gott hat aufgezählt, schau, diese Stadt, diese Stadt, diese Stadt, diesen Teil vom Land und so weiter. Aber ihr seid jetzt so weit, dass du das Erbe austeilen kannst. Und da kannst du das nächste Bild zeigen. Genau, das ist Israel und wie es verteilt wurde unter den Stämmen. Und er hat gesagt, verteile es jetzt mal, verteile schon mal das Erbe, dass jeder weiß, wo er sesshaft werden kann, wo er ein Zuhause hat. Und dann gib den Stämmen den Auftrag, dort wo sie sind, noch weiter das Land einzunehmen. Es war nämlich nicht fertig. Gott hat immer noch mehr für uns. Nun, der Stamm Juda war sehr weise. Er hat zum Stamm Simeon gesagt, komm mit mir, wir gehen zusammen. Und so haben sie zusammen das Land eingenommen. Zuerst das von Juda und dann das von Simeon. Und so haben sie noch weitere Städte eingenommen und wirklich das Land eingenommen, währenddem die anderen nur hingegangen sind und sich niedergelassen haben. Die haben den Rest nicht mehr eingenommen. Und
gehen wir zu Josua Kapitel 14, Vers 6. Das war bei der Austeilung des Erbes. Da heißt es, da traten die Söhne Juda vor Josua in Gilgal. Und Kaleb, der Sohn des Jephunne, der Kenisiter, sagte zu ihm, du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh-Barnea geredet hat. 40 Jahre war ich alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh-Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Meine Brüder aber, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin mit dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Da schwor Mose an demselben Tag, wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Halleluja. Vers 11. Ich bin heute noch so stark wie an jenem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl zum Kampf als auch um ein- und auszuziehen, aus- und einzuziehen. Und nun gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter dort sind und große, feste Städte. Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Und so ist es noch auch so. Da segnete ihn Josua und gab dem Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron zum Erbteil. Halleluja. Halleluja. Aber wenn Gott dir mal eine Zusage gemacht hat, dann gilt das. Dann gilt das. Auch wenn es lange geht. Aber es gilt. Er wird es zustande bringen. Halleluja. Und so, für mich dieses neue Jahr, Land einzunehmen und Ängste zu konfrontieren, wusste ich ganz genau, bei mir gibt es etwas Konkretes, das immer noch als Stacheln in meiner Seite ist und mich immer wieder stört. Weil der Herr hatte gesagt, wenn du im Land bist und nicht wirklich alles vertreibst und alles einnimmst, dann werden die, wo noch dort sind, werden dir zu Stacheln in der Seite werden. Die werden dich ständig stören, ständig anpiksen, ständig nerven in deinem Leben. Oh, bis man endlich sich dessen annimmt und das überwindet oder das los wird, was einem, ja, bei mir ist es zum Beispiel, ich wollte schon immer mal auch mitgehen zum Evangelisieren auf die Straße. Und als ich zurückkam aus den USA, wusste ich, das ist jetzt das, also es gibt noch andere Dinge, aber das ist jetzt eines von den Dingen, wo ich wirklich dran gehen will. Und ich dachte mir, okay, wie mache ich das? Und dann habe ich gedacht, ich weiß, dass so wie Kaleb und Josua, die haben festgehalten am Wort Gottes, an dem, was Gott gesagt hat, an der Verheißung. Da habe ich gedacht, gut, ich hole mir eine Verheißung. Und so habe ich mir verschiedene Schriftstellen geholt, die mich selber aufbauen und die mir Kraft geben, so eine Zeugin zu sein und zu sprechen und mutig zu sein. Und die habe ich 4 Monate lang, am Anfang jeden Tag, nachher jede Woche habe ich sie mir gelesen, habe ich sie gebetet und ich habe gemerkt, wie etwas anfängt, sich zu verändern in mir drin. Und dann wusste ich, als der Global Outreach Day kam, wusste ich, ah, jetzt ist die Zeit. Und es war interessant, es war anders als sonst. Ich wusste in mir drin, ich bin bereit. Und ich hatte eine Freude, ich wollte gehen. Und so bin ich gegangen und das ist natürlich cool mit der Priscilla, weil sie ist. Sie ist da schon Profi. Ja, mit jemandem mitzugehen, der weiß, wie man es macht und ja, einem zeigen kann, wie man es macht und in die Freiheit führen. Und ich habe nur schon von diesem einmal eine Freimütigkeit bekommen, auf Leute zuzugehen, mit Leuten zu reden, die ich vorher nicht hatte. Und da meine ich jetzt auch in meiner Nachbarschaft, weil sonst bin ich umzingelt mit Gläubigen. Sogar meine Verwandtschaft sind alles Gläubige. Halleluja! Da bin ich wirklich gesegnet, aber auf der anderen Seite weiß ich auch, früher, als ich im Gymnasium war, im Primarlehrerseminar, an den verschiedenen kurzen Arbeitsstellen, die ich hatte, um Geld zu verdienen, um an die Bibelschule zu gehen,
Es war für mich eigentlich nicht schwierig, von Gott zu reden. Oder nur schon, wenn ich erzähle, was ich mache, kommt man schon auf das Thema. Aber weil ich schon seit 13 Jahren hier unter Gläubigen arbeite und in meiner Verwandtschaft und Freundschaft alles Gläubige habe, ich bin wie aus der Übung gekommen. Es war nicht, dass ich nicht will oder irgend sowas, sondern ich bin einfach auf der Übung gekommen. Und ich will das wieder. Und so, das ist ein Beispiel von mir. Das war immer ein tiefer Wunsch, das zu haben und einer dieser Ängste oder und Stacheln in der Seite wieder zu lernen, freimütig von Gott zu reden. Und ich habe mein Wort schon gegeben, dass ich wieder gehe. Und ich weiß, ich schaue immer, dass meine Worte zustande kommen. So, es wird zustande kommen. Halleluja. Ein anderes ist, dass ich Anfangsjahr dem Herrn gesagt habe, ein anderes, wovor ich mich fürchte, ist, vor Menschen zu reden. Und so habe ich auch, das ist eigentlich ähnlich, habe ich auch Bibelstellen für das gesucht. Und als dann Ende April Pastor Peter mich gefragt hat, ob ich mal predigen würde, da habe ich gedacht, jetzt bin ich 13 Jahre hier. Warum ausgerechnet jetzt, fragt er mich. Und das Spezielle ist, ich war bereit in meinem Herzen, wo ich, wenn er mich vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren gefragt hätte, ich hätte wohl Nein gesagt. Das ist wirklich wahr. Es ist durch das Meditieren über der Wahrheit, über dem Wort Gottes, das dir auch Kraft gibt, Vision gibt, hat sich etwas verändert in meinem Herzen. Und ist diese Bereitwilligkeit gekommen. Nun, in den letzten Wochen habe ich 1000 Tode gestorben. Trotzdem, aber ich weiß, ich wusste, das ist vom Herrn und es ist gut. Und ich will Durchbrüche erleben in meinem Leben. Wenn schon Gott das verheißen hat für dieses Jahr, dann ist es möglich. Es ist möglich, Dinge zu erleben, die man noch nie erlebt hat. Dinge zu konfrontieren, die wir vielleicht einfach liegen gelassen haben auf der Seite. Nun, in einem Land, ein Land einzunehmen, kann ganz vieles bedeuten. Ganz vieles. Eben wie ich gesagt habe, Leute zu Jesus Christus zu führen oder einfach in Gottes Bestimmung hineinzukommen für dein Leben oder einfach, dass er deinen Raum erweitert. Er hat noch mehr für dich. Ja, und in einem Land, da gibt es eben wie Land einzunehmen. Ich könnte ein Beispiel erzählen, wie ich zum Beispiel im 2004 eine Wohnung gesucht habe. Und das war für mich ein Land einzunehmen, sozusagen. Und wie mich der Herr dort geführt hat, das war wirklich auch übernatürlich. Aber ich möchte etwas anderes noch mit euch anschauen, denn in einem Land gibt es nicht nur einfach Land, sondern es gibt auch Festungen. Jetzt zum Beispiel Jericho. Das war eine sehr starke, wahrscheinlich die stärkste Festung in diesem Land. Und Festungen in unserem Leben, da kannst du mal das Bild, Moment, 13 zeigen. Das ist eine mittelalterliche Festung. Wie ihr seht, sind die meistens etwas oben gebaut, dass sie Übersicht haben. Und sie haben eine starke Mauer, sind mit vielen Steinen gemacht. Und jetzt kannst du das nächste Bild, 14, zeigen. Das ist ein Beispiel, eine Festung. Ja, die zerbricht nicht gleich zusammen. Das ist nicht aus Holz, Karton oder Papier. Oder kann nicht dran blasen und es fällt um oder so. Eine Festung. Eine Definition von einer Festung ist, es ist ein Oberbegriff für eine Wehranlage, ein stark befestigter Ort. Es kann eine eigenständige militärische Wehranlage sein, die da ist zum Schutz vor feindlichen Feuer. Es kann aber auch ein Ausgangspunkt sein für eine Offensive oder für Heere, die sich zurückziehen. Genau. Und jetzt schlag mal auf zu Epheser 4, Vers 27.
Epheser 4, Vers 27. Dort heißt, gebt dem Teufel keinen Raum. Ganz kurzer Satz, aber ein wichtiger Satz. Gebt dem Teufel keinen Raum. Also zu sagen, in deinem Land, in deinem Leben, in meinem Leben, ich soll dem Teufel keinen Raum geben. Also er soll sich da nicht einnisten können irgendwo und sich niederlassen oder gar eine Festung bauen. Das Wort Raum ist das Wort Topos und es bedeutet eben Raum. Ah, das ist ja da genau. Raum oder Chance, ihm keine Chance geben, ihm kein Territorium geben, ihm kein Land geben. Oder es könnte auch benutzt werden für Gebiet, Bezirk, Stadt oder Wohnort. Wir sollen dem Feind keinen Raum geben, keinen Platz, ihm keine Chance geben oder ihn einfach ignorieren und denken, ich kann ja nichts tun, sondern ihm keinen Raum geben, sondern da muss wieder unser Löwe hervorkommen, dass wir ihm sagen, nein, verschwinde in Jesu Namen. Jetzt gehen wir noch zu 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Dort redet es von den Festungen. Und Festungen, die können zum Teil sehr, sehr deftig sein, festgebaut. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Dort heißt es, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wow. Also es gibt Festungen, die der Teufel in unserem Leben entweder aufgebaut hat oder aufbauen will. Und es sind Dinge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Also Dinge, die eigentlich nicht wahr sind. Dinge, die uns in Gefangenschaft halten, die uns zurückhalten, die uns lähmen, die uns auf einen falschen Weg bringen vielleicht. Und es heißt da klar, wo es anfängt und wo es wieder aufhört. Mit jedem einzelnen Gedanken. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Kannst du mal die Pyramide zeigen? Genau. Ich weiß nicht, ob ich es lesen kann. Aber das ist so, unten ist der Gedanke. Und dann aufgrund des Gedankens, oder Gedanken, die man immer wieder denkt, kommt eine Entscheidung. Oder auch, man könnte sagen, was wir glauben. Und aus dem heraus kommen die Taten, die Worte, was wir tun, was wir sagen, das bildet sich langsam zu einem Wert in unserem Leben und wird zu einem Lebensstil. Und das kann eine positive oder negative Frucht sein. Also ganz oben ist dann das, was man eigentlich sieht, nach außen, das ist entweder die Freiheit oder die Gebundenheit. Und es beginnt mit dem Untersten, mit dem kleinen Gedanken hier fängt es an. Ja, was denken wir, über was meditieren wir? Und wenn es Festungen in unserem Leben gibt, gibt es Hoffnung, weil wir können diese Gedanken anfangen umzudenken. Und mit jedem Gedanken, der falsch war und dem wir widerstehen und auswechseln mit einem wahren Gedanken, das heißt, dass Gott zu dir sagt, du schaffst es, dass Gott zu dir sagt, du kannst erfolgreich sein, dass Gott zu dir sagt, ich habe, was weiß ich, für dich geplant, dass du die Gedanken und Worte Gottes nimmst und für wahr nimmst. Und mit jedem einzelnen Gedanken fängt diese Festung an zu bröckeln. Immer mehr fängt sie an zu bröckeln, bis, wie die Mauern von Jericho, das einstürzt und nicht mehr Macht hat und uns beherrschen kann in unserem Leben. Ich möchte nur ganz kurz, weil es ja schon 10 vor 12 ist. Ich habe Pastor Peter gesagt, ich weiß nicht, ob ich eine halbe Stunde schaffe. Genau.
In meinem Leben gab es eine sehr, sehr, sehr große Festung. Ist Gott sei Dank schon länger her. Und Gott hat mich da wirklich rausgeholt. Aber als Teenager, mit 14, da ist ja meine Mutter gestorben und sie hatte Krebs. Und nachher hatte ich wie keine Vertrauensperson mehr, aber ich war mir dessen nicht bewusst. Also ich wurde dann immer mehr introvertiert und wird man Teenager, oder? Und ich noch zusätzlich mit dem Feuermal im Gesicht, man ist unsicher als Teenager. Und ich habe gedacht, ja, ich möchte natürlich auch irgendwie mich normal fühlen, und weil das fühlt man sich nicht, wenn man in einem Trauerprozess ist. Und und hab einfach gedacht, ich habe ein Ideal genommen und gedacht, ja, ein Ideal ist, wenn ich möglichst schlank bin. Und wurde zu meiner Priorität und ich wurde magersüchtig. Und das Ding da ist eine riesengroße Festung von ganz, 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 ganz vielen Lügen. Einfach Unwahrheiten. Einfach Dinge, wo, wenn ich heute dran denke, denke ich, wie kann man nur so etwas denken? Also es ist wirklich unwahrscheinlich. Und das sind wirklich Gedanken, die der Teufel sät. Sät und sät und sät. Und wenn man unsicher ist, und dann nimmt man diese und denkt, das gibt einem dann Sicherheit. Und so hat es sich diese Festung aufgebaut. Bis eines Tages, und das ist die Hoffnung, oder, die wir haben. Wir haben den Heiligen Geist, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Das ist seine Aufgabe, uns in die ganze Wahrheit zu führen. Und so begann er auch zu mir zu sprechen. Und da wieder als allererstes, es ist die Liebe Gottes. Amen. So wie, wo wir das angeschaut haben, aus dem Sklavenhaus heraus. Ein halbes Jahr, nachdem meine Mutter gestorben war, da lag ich auf meinem Bett und habe geweint. Und der Gedanke ging mir durch den Kopf, es hat mich niemand mehr lieb. Niemand. Und es ist nicht klar, wenn man sich nicht öffnet und mit anderen redet und so, dann kann man das nicht verarbeiten. Und ich lag da, habe meinen Kater umarmt und gesagt, ich kann nur noch dich. Und so. Und dann, völlig unerwartet, und ich bin wirklich erschrocken, hinter mir eine Stimme, aber ich liebe dich. So klar, so nahe. Und so, habe ich mich langsam umgedreht und habe geschaut. Und da war natürlich niemand. Also ich wusste ja eigentlich, ich bin sowieso allein in meinem Zimmer. Aber das war so klar und so persönlich. Und ich wusste gerade sofort, das ist Gott. Und ich so, okay, wow. Und das hat mich nachher sowieso durch alles durchgetragen, was noch gekommen ist. Und Gott weiß, wenn man so etwas braucht, dann braucht man es. Und dann gibt er das auch. Aber und das andere, was er mich gelehrt hat, ist einfach so vieles, so viele Wahrheiten dann, dass mein Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, dass ich auf ihn schauen soll. Und auch die Einsicht, dass ich nicht Gott anbete, dass ich Gott anbeten soll und nicht das Essen. Das habe ich am Lobpreisabend ja gesagt. Das kann so schleichend reinkommen, und während wir Gott am Anbeten sind und alle Gedanken zur Ruhe kommen und wir wirklich einfach vor Gott stehen und ihn anbeten, in diesem Moment kam immer ein Gedanke an das Essen. Immer. Und plötzlich hat mir der Heilige Geist das gezeigt, bis ich geschnallt habe, ich bete das an. Das ist das Ziel und die Priorität meines Lebens. Und so musste ich umkehren und Gott um Vergebung bitten und habe gemerkt, dass ich anfangen muss, über andere Dinge nachzudenken. Und das ist erstaunlich. Seht ihr, mit einem kleinen Gedanken, mit diesen Gedanken, wenn die Gedanken Worte von Gott nimmst, sie bringen dich in die Freiheit schlussendlich. Wie Josua und Kaleb, nimm dieses Wort, das er dir gibt, und du wirst sehen, wie du das Land einnimmst. Halleluja. Gehen wir zum Schluss noch zum Hebräer 4. Amen.
Wir lesen ab Vers 8. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er da noch nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Das meint die, wo in der Wüste gefallen sind. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Halleluja. Also es redet davon, Josua hat sie nicht in die ganze Ruhe gebracht. Er hat mal das Land eingenommen, soweit er konnte, und das Land aufgeteilt. Aber die Ruhe kommt in Christus Jesus im Glauben an Gott. Denn es heißt hier, der Grund, warum wir zur Ruhe kommen können, ist im Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Denn es ist das Wort Gottes, das Kraft hat, alles zu verändern. Es ist das Wort Gottes, das ausgesandt ist und hervorbringt, wofür es ausgesandt ist. Und wenn wir das in unser Leben nehmen, in unser Herzen, dann wird das hat explosive Kraft. Es wird hervorbringen, wozu es gesandt ist. Es kann nicht leer zurückkommen. Alles, was je geworden ist, ist durch das Wort Gottes geworden. Alles. So, wenn wir etwas in unserem Leben wollen, dass es zustande kommt, nimm das Wort Gottes und es wird hervorkommen in deinem Leben. Und wenn wir das nehmen, können wir zur Ruhe kommen. Zur Ruhe. Weil, ja, ich habe gesagt, das Land einnehmen, es ist ein Kampf, oder? Aber der Herr kämpft für dich. Der Herr. Wenn du einfach ihm vertraust und das Wort nimmst, so wird er es zustande bringen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte noch ganz kurz ein Zeugnis anfügen, weil ich habe mein ganzes Leben lang geglaubt dafür, dass dieses Feuer mal weggeht. Und im November 2013 habe ich gebetet. Eigentlich könnte man fast sagen, wie eines der Gebete, die ich immer bete. Aber irgendwie war es anders, weil ich habe Gott gesagt, weißt du, ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß es. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich am einfachsten glauben? Habe ich gesagt, am einfachsten kann ich glauben, dass es langsam immer mehr weggeht. Immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Zwei Tage nachher habe ich in der Migros eine Frau getroffen und die hat mir von diesem Laserarzt erzählt, wo ich jetzt hingehe. Und ich dachte zuerst, oh, Hilfe, nein und so. Und es ist so, dass ich mich noch angemeldet habe und jetzt immer wieder gehen kann und jedes Mal nachher wird es ein bisschen heller. Es ist genau das, was ich gesagt habe, genau das, was ich geglaubt habe. Und das ist für mich eine riesengroße Gebetserhörung. Und das Spannende am Ganzen ist, mein Laserarzt hat mich x-mal gefragt, wer ist diese Frau, die da Ihnen erzählt hat von mir? Dann habe ich gesagt, ja, sie kam 2 Jahre in Behandlung bei Ihnen und ihr kommt jetzt ja auch noch 2-mal im Jahr. Und wir haben beide dicke Alben angeschaut, wo er all die Leute, die er behandelt hat, und man sieht immer den Fortschritt, was er gemacht hat, wir haben diese Frau nicht gefunden. Und wir haben 3-mal alle Alben durchgeschaut und noch heute ab und zu fragt er mich wieder, wer ist jetzt nochmal die Frau gewesen, die ihnen erzählt hat? Und ich meine, ob es nun ein Engel war oder nicht, ich habe diese Frau in 13 Jahren einmal in der Migros gesehen, wo ich jede Woche einkaufe. Einmal in 13 Jahren. Wenn Halleluja. Ob es nun ein Engel war oder nicht, es war eine Führung vom Herrn. Wirklich für mich total klar, übernatürlich. Und ich nehme es an als ein Geschenk von Gott und preis dem Herrn, die Krankenkasse zahlt es. So. Ich glaube, dass Gott
Wunder für uns bereit hat, Dinge bereit hat, wo wir dachten, wo wir nie erleben würden. Aber mit Gott ist es möglich. Halleluja. Lasst uns aufstehen miteinander. Halleluja, Vater, ich danke dir im Namen Jesus, dass du ein so guter Gott bist, dass du uns so sehr liebst. Danke von ganzem Herzen, dass du dieses Jahr gegeben hast mit einer Salbung, um durchzubrechen, mit einer Salbung, neues Land einzunehmen, mit einer Salbung, dass Mauern fallen und wir Ängste konfrontieren können. Ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen von uns Mut und Kraft schenkst, die Autorität, die du uns gegeben hast, anzuwenden. Zeig uns, was unsere nächsten Schritte sind. Führ uns in die ganze Freiheit. Heiliger Geist, nimm uns an der Hand und führ uns weiter. Danke, du hast noch so Großes für uns vor. Danke, Herr, dass nicht jedes Jahr und jedes Jahr einfach immer gleich ist, sondern danke, Vater. Halleluja, wir wollen dir folgen. In Jesu Namen. Amen.